Baumarkt oder Markenware? Das heutige Video wird gesponsert von Elektro Wandelt. Baumarkt oder Markenschalterprogramme? Heute im Speziellen in der Aufputzvariante. Das gleiche ist aber 1:1 übertragbar auch auf die Unterputzvarianten. Sehr viele Anfragen dazu kommen. Warum nimmst du dies? Warum nimmst du dies? Erkläre mal was dazu. Und das tue ich heute in dem Video sehr gerne und stelle 5 Unterschiede zur Verfügung zwischen Baumarkt und Markenmaterial. Das erste ist schon mal ein sehr entscheidender Grund. Das ist jetzt irgendein Baumarkt, da geht es gar nicht um Markennennung, irgendein Baumarktmaterial, eine ganz normale Doppelsteckdose. Mach jetzt einmal auf. Das lasse ich jetzt einmal dran. Wenn man sowas jetzt an die Wand schraubt und die Wand nicht hundertprozentig plan ist, wie zum Beispiel in irgendeinem Altbau, in meiner alten Werkstatt. Nein, alte Werkstatt. Und das Ganze ist bei den Baumarktvarianten so ein billiger Kunststoff, dass sie das so stark verwendet und zirkt, dass dann hinterher die Deckel dann oft, sieht man das jetzt da, so drauf sitzend und einfach, wenn man es draufdruckt, quetschen muss, dass das einfach nicht mehr sauber hält, dann ist das nicht mehr rechteckig, sondern das zieht es auseinander wie ein Parallelogramm. Und der erste Pluspunkt, sowas ist bei einem Marken, das ist jetzt Buschjäger, geht genauso gut Märten oder andere Markenprodukte, hochwertige Produkte, da passiert sowas einfach auch nicht. Dann ist bei den Markenprodukten der Raum, wo die Schraube sitzt, erstens sind die alle so leicht verstellbar. Das heißt, man kann da ein bisschen was von Haus aus ausgleichen. Ein Markenprodukt kann ich wesentlich schöner montieren. Das war Punkt 1. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Für mich als Elektriker ist das natürlich am wichtigsten. Das Innenleben von so einer Steckdose. Von einem Baumarktprodukt ist das windigste und billigste, was es überhaupt gibt. Mich wundert es, dass solche Steckdosen überhaupt mit 16 Ampere belastet werden dürfen. Die Anschlussklemme, die Bleche, die ganze Anschlusshaptik. Ich habe schon ganz oft Drähte reingesteckt, die dann wieder rausgefallen haben, rausgekupft haben, weil sie einfach gar nicht richtig verankert werden. Das ist bei Markenprodukt was anderes. Dazu öffne ich jetzt einmal die Buschjäger. Ich habe jetzt absichtlich die Buschjäger gewählt und auch die Variante Doppelsteckdose. Wenn ich die jetzt aufmache, erstens sind das schon meine 2 einzelne Deckel, aber das ist wurscht. Wenn ich die jetzt aufmache, das ist die gleichbleibende Qualität. Der Einsatz ist eigentlich der gleiche Einsatz wie der Unterputzeinsatz. Und man sieht schon, bei der Doppelsteckdose, die kommt vorverdrahtet. Das heißt, man muss nicht, wenn man ein Kabel reinführt, hinterher die Brücken von einer Steckdose auf die andere, muss man nicht mehr machen. Das ist da drin. Die ganze Qualität dieser Einsätze ist um Welten hochwertiger. Selbst die ganzen Anschlussplattel da drin, die komplette Anschlussklemmenhaptik, die Qualität der Anschlussklemmen ist um Welten besser. Dazu kommt, wenn man von der Baumarktvariante ein wenig Geräte ansteckt, die um die 2 kW haben, also ein bisschen mehr Leistung haben, schauen die Deckel innen bald so aus. Das kommt davon, wenn die komplette Anschlussgeschichte, die Blecherl, wo der Draht drin hält, zu minderwertig, zu dünn sind, dann hat man nicht genügend Anpressdruck und wissen wir ja alle, Strom ist da so, werden da Magnetfelder erzeugt. Das heißt, auch so eine Verbindung ist nicht hundertprozentig starr. Das ist, man hat Übergangswiderstände bei Steckverbindungen und diese Übergangswiderstände werden, je schwächer die Verbindung ist, werden die Widerstände höher und wenn der Widerstand höher wird, wird er warm, wird er heiß. Führt dazu, dass die Kontakte warm werden, am Stecker entlang, auch die Schuko-Stecker oder die Stecker, die da eingesteckt werden, auch die gehen mit der Zeit kaputt. Für so ein bisschen primitives Zeug irgendwie mal in einem Abstellraum drin, um einen Staubsauger anstecken, ist das okay. Aber es geht ja bei uns eigentlich in erster Linie in Werkstätten. Da schaut das Ganze anders aus. Wenn ich da Werkstatt saug oder irgendwie ein Kreis so angesteckt habe oder irgendwas und tue da 3/4 Stunde rein, kann das ganz schön böse enden. Dritter Grund, warum ich für Markenprodukte
in der Elektrotechnik bin. Das war nicht das erste Mal, dass die Baumarkt oder auch die günstigen, die man von Amazon kauft, stellenweise ankommen und der Deckel schon rausgebrochen ist. Oder wenn man die 50. Mal runterschnappen lässt, brechen die. Wenn man da die offen hat, einen Stecker drin hat. Das ist so minderwertig. Und was habe ich dann? Von einer IP44 Steckdose, wenn hinterher dieser Deckel da nicht mehr dran ist. Also die Klappdeckelgeschichte, das hat ja einen Grund. Spritzwasser geschützt und so soll es halt auch sein. Die Markenprodukte, wenn man die Aufnahmen anschaut, um Welten, wieder einmal muss ich das sagen, um Welten haben sich die Produkte besser. Dabei mache ich jetzt nicht unbedingt, ich spreche da jetzt nicht unbedingt nur für Buschjäger. Genauso gut Merten oder gibt bestimmt auch hochwertige von Gira oder Jung, möchte ich jetzt das eine oder andere nicht vorziehen. Regional gesehen, früher war das ja so, Großhandel in Bayern hat eigentlich, oder ein Großhandel in Niederbayern, hat eigentlich nur Buschjäger gehabt. Erst später ist das geworden, wie die Großhändler umgestiegen haben, nicht mehr, dass man es beim Großhandel kauft, sondern dass mit Zentrallager arbeitend und verschickend und so weiter, haben sie das nicht mehr gehabt. Die Zentrallager, da haben sie dann mehrere Produktlinien, sogenannte Vollsortimenter, und da haben sie auch die Produktlinien von unterschiedlichen Herstellern und hat man trotzdem auf einen Tag oder spätestens zwei Tage hat man das vor Ort. Früher war das so nicht, da hat man zum Großhandel fahren müssen oder selbst der vom Großhandel von Ort hat geliefert, aber es hat ja keinen Großhandel gegeben, eine Großhandlung, der so viele verschiedene Produktpaletten, da hätte da hätten da ein Riesengebäude sein müssen. Jetzt mit die Warenlager, mit den Warengroßlager, die wir haben, ist das ganz was anderes. Da liefert aber nicht mehr das einzelne Großhandelshaus aus, sondern das kommt vom Zentrallager. Wir haben andere Vertriebswege und darum hat man heute mehrere Produktlinien immer zur Verfügung. Früher Niederbayern nur Buschjäger, was anderes hat es eigentlich nicht gegeben. Kommen wir zu viertens. Das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Aber wenn ich heute jetzt zum Beispiel die zwei vergleiche, das Design. Es muss nicht nur blau von Buschjäger sein. Das gibt es in anderen Farben auch. Das Grau, Hellgrau, von Merten ein ganz schönes Material. Nur schön. Schön ist was anderes, oder? Ich meine, wenn ich sowas anschaue, ist eine ganz andere Wertigkeit. Vom Design her braucht man meiner Meinung nach nicht reden. Und das ist heutzutage genauso wichtig, finde ich. Muss das Ganze irgendwie stimmig sein. Und da kann das Baumaterial an der Qualität, an ein Qualitätsmaterial, an ein Markenmaterial einfach nicht ranreichen. Jetzt muss ich das noch demonstrieren, sonst heißt es wieder, ja, du machst ja nur Buschjäger, da habe ich Buschjäger und da habe ich Merten. Ich finde das genauso, hat halt eine andere Farbe. Da habe ich es absichtlich gekennzeichnet, wer das darum kennt, weiß, warum ich das absichtlich so gemacht habe. Genauso in Wertigkeit ist Merten absolut gleichwertig. Ich glaube, dass er vom Preis her einigermaßen das gleiche kostet. Also daher ist nicht viel Unterschied. Übrigens, der, wo nicht weiß, was das ist, den verlinke ich oben mal ein Video, ist vielleicht interessant. Kommen wir zu fünftens. Nichtsdestotrotz kann bei einer Markenproduktlinie, bei einem Markenhersteller auch mal was kaputt gehen. Man kann, ist viel was drauf, der Deckel bricht, Oberteil bricht oder auch der Einsatz oder beim Transport, ist ja für uns Elektriker, wir fahren ja das Zeug auch umeinander, viel was drauf geht kaputt. Bei Markenherstellern kriegt man halt nach Jahren noch Ersatzteile, nur den Deckel oder nur den Einsatz. Das Baumarktprodukt. Kann sein, dass die Produktlinie in drei Wochen im Baumarkt umgestellt wird und schon gibt es das nicht mehr. Eins dürft ihr mir schon glauben. Wenn man hier eine Werkstatt reinigt und haben da 5, 6, 8, 10 Doppelsteckdosen drin, Schaltersteckdosen, alles in derselben, dann mag ich nicht plötzlich den Mist raus da und dann durch ein anders wieder ersetzen. Ich persönlich mag das nicht. Das kann natürlich viel sagen, dann, ja, ist ja nur eine Werkstatt oder ist ja nur eine Garage. Genauso stark, wie es ist, auf bestimmte Sachen Wert gelegt, legen wir Elektriker natürlich auf das auch Wert. In meine 30 Jahren, die ich auf die Baustellen umeinander kriege, habe ich festgestellt, der Endkunde ja auch. Der ist ja auch nicht mehr glücklich, wenn da etwas davon hängt, wenn da etwas davon hängt, wenn da etwas davon hängt. Ich meine, das muss jeder entscheiden. Ich habe halt mit den Jahren jetzt festgestellt, die paar Euro Preisunterschied rechnen sie nicht. Weil wenn es da heute, vor allem in einer Werkstatt jetzt, sagen wir, um 20 Betriebsmittel geht, um 20 Tobi-Steckdosen, insgesamt Steckdosen, Tobi-Steckdosen, keine Ahnung, Ausschalter, Schalter-Steckdosen-Kombinationen und ein jetzt Produkt, war von der Marken her um 5 Euro teurer. Also ich weiß nicht, ob man da einen großen Vorteil hat. Meine Einstellung
Zu den Geschichten merkt ihr jetzt vielleicht schon, 91% für Markenprodukte. Viele Leute werden jetzt sagen, ich mache seit ewigen Zeiten solche Dinge mit Schalter-Steckdosen- und Aufputzkombinationen aus dem Baumarkt und habe noch nie Schwierigkeiten gehabt. Das mag natürlich schon stimmen. Bei Leuten, die sich mit der Geschichte auskennen, fachgerecht installieren, wobei fachgerecht installieren ist immer schwierig. Fakt ist, Markenprodukte haben meistens viel bessere Klemmen, größere Klemmräume, man kann da sehr viel komfortabler das Ganze anschließen. Und des Weiteren habe ich vorher schon mal gesagt, bei den Klemmen, wenn jetzt eine starre Ader, es wird ja nichts mehr geschraubt, sondern nur noch gesteckt, wenn der Draht nicht tausendprozentig gerade ist, sondern leicht gewölbt ist, liegt der da drin in dem Federklemmmechanismus nicht mehr 100% auf. Und dieser Federklemmmechanismus ist bei einem Markenprodukt nicht nur so viel, sondern erheblich besser. Das zeugt einfach 30 Jahre auf der Baustelle. Das ist ja das Problem von uns Handwerker bzw. das Problem der Elektrobetriebe, weil funktionieren tut der Schrott auch immer. Eine gewisse Zeit zumindest. Ich für meinen Elektrobetrieb muss sagen, ich würde nie auf die Idee kommen, bei einem Kunden ein Baumarktprodukt einzubauen. Ich habe Gewährleistung. Und wenn eine Firma sowas einbaut und nach 3 Jahren bricht der Deckel ab oder wird da irgendwo schwarz, wird über die Firma geschrien bis zum geht nicht mehr. Ah, was hat er denn für einen Pfusch? Ein Haufen Geld hat es gekostet und nur Schrottmaterial hat er verbaut. Hauptsache Geld stimmt. Wenn Sie die Leute im Baumarkt das sehen, was das im Baumarkt kostet, weil das heißt, weil der Elektriker ist so teuer, wenn das drum da im Baumarkt dann 23 Euro kostet, und nein, dann lass es nicht, kaufe ich lieber die für 12 Euro. Wenn Sie es wissen, dass für wie viel Geld, dass ich sowas einkaufe, dass 100% zu einem Elektrobetrieb gehen und tatsächlich sowas kaufen. Jetzt muss ich sagen, es ist wie so oft im Leben und wie so bei verschiedenen anderen Bereichen auch. Baumarktware kann funktionieren, muss aber nicht. Profi-Variante funktioniert immer, kostet aber mehr Geld. Man muss einfach wissen, was tue ich damit. Ich bin der Meinung, wenn ich in einer Werkstatt, da wo schon Leistung abgerufen wird, irgendwas einbaue und es geht um 5, 6, 7 so Produkte und jetzt kostet 5, 8 Euro mehr, nehme ich an, das Markenprodukt und weiß, ich bin auf der sicheren Seite und habe meine Ruhe. Das war's von mir. Viert euch, Servus. Ich bedanke mich bei Elektrowandel, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandel ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung.